Die aktuelle Situation schätzen wir als sehr zufriedenstellend ein. Durch die Maßnahmen, die Sie auch mitgetragen haben, Abstand halten, Mund-Nase-Schutz tragen, konnten wir auch in relativ kurzer Zeit wieder von einem Lockdown, der sehr schmerzlich war, zurückkehren in ein fast normales Leben. Normales Leben wird es nicht so schnell mehr wiedergeben. Das Virus ist weiterhin unter uns und so können wir nur hoffen, dass Sie weiterhin auch mit uns diese Maßnahmen tragen werden. Ja, wie schon gesagt, Maskenpflicht und Abstandsregeln haben uns wirklich sehr geholfen in den letzten Monaten. Es ist leider, leider, leider notwendig, das weiterzuführen. Die Pandemie ist nicht weg. Es gibt weiter das Virus weltweit und auch hier in der Region. Es gibt auch wieder einzelne Fälle, nicht nur hier, sondern auch in anderen Städten, in anderen Regionen. Das Virus ist vorhanden. Bitte tragen Sie weiterhin Mund-Nasen-Schutz und halten Sie Abstand zu anderen. In den Kliniken hier sind wir sehr zufrieden, wie die letzten Wochen und Monaten liefen. Wir haben derzeit keine Corona-Patienten hier in den Kliniken, sind jetzt aber wieder gerüstet, um andere Leistungen, um andere Therapien zu machen, die vorher ausgesetzt werden mussten. Nicht nur in der Zeit unter Corona mussten wir die komplette Klinik umstellen. Jetzt, nachdem die Hochphase vorbei ist, mussten wir auch unsere Strukturen umstellen. Natürlich gibt es das Virus auch in der Bevölkerung. Heißt, es gibt immer wieder Patienten, die auch ein Virus haben können. Wir haben Doppelstrukturen. Wir haben die Strukturen aufgebaut für infektiöse Patienten, für Verdachtspatienten, für Corona-Patienten und sind jetzt aber so eingerichtet, dass wir wieder voll die Patienten versorgen können, jeglicher Art, jeglicher Indikation, jeglicher Diagnostik und Therapie. In der Notaufnahme sehen wir jetzt auch wieder ein Zustrom der Patientinnen und Patienten. Unter Corona war der Zustrom deutlich geringer und es waren schwer krankere Fälle bei uns in der Notfallambulanz. Jetzt kommen wieder leichtere und da bitten wir durchaus zu überlegen, ist das nicht auch was, was hausärztlich oder fachärztlich versorgt werden könnte? Die Situation ist schwierig. Ich sage mal, natürlich ist es für die Patienten und für unsere Mitarbeiter, aber auch für Besucher unser höchstes Anliegen, dass wir Sicherheit in einer Infektion oder für eine Infektion vortreffen, dass wir Mund-Nasen-Schutz tragen, Patienten als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber auch die Landesregierung empfiehlt uns ja, oder nicht nur empfiehlt, sondern weist uns an, dass wir die Besuchszeiten reglementieren, dass wir jeden Besucher aufschreiben, Namen und Adresse, um Infektionsketten zu vermeiden. Wir wissen, das ist eine Einschränkung. Es gibt Ausnahmen bei Patienten, die eine Sterbebegleitung brauchen. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Bei werdenden Vätern gibt es Ausnahmen. Aber für das Gros der Besucher und ja, müssen wir uns leider an diese Vorgaben halten. Das dient letztendlich Ihrer Sicherheit, unserer Sicherheit und der Sicherheit unserer Patienten. Für die nächsten Monate ist es aus unserer Sicht elementar, dass weiterhin die Hygieneregeln betrieben werden: Händewaschen, Mund-Nasen-Schutz, Abstand zu anderen. Seien Sie solidarisch, achten Sie auf Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, achten Sie auf das Gesundheitswesen. Ein großer, großer Dank an die komplette, gesamte Bevölkerung, die uns unterstützt hat, mit Geschenken, mit Spenden, mit ihren Gedanken. Ich denke, das ist das höchste Gut in unserer Gesellschaft und das höchste Gut auch für unsere Kliniken, dass sie so zu uns stehen. Das wünsche ich mir auch in den nächsten Monaten. Ich glaube, dann können wir auch den Herbst und den Winter und das Frühjahr und die nächsten Monate gut mit Ihnen überstehen. Vielen herzlichen Dank.